Bismillahirrahmanirrahim. Mein Name ist Bruder Walid. Ich bin 30 Jahre. Ich bin vom Beruf oder von meiner Ausbildung Ernährungswissenschaftler und im Moment Medizinstudent im 8. Semester. Und bin jetzt seit ungefähr 4 Jahren im Islam. Noch ein bisschen lauter, okay. Lautstärke ist nicht mein Ding. Ich bin ja von der ruhigen Sorte. Ich kann dir helfen. Du brauchst nicht mein Mikrofon. Ja, vor 4 Jahren bin ich zum Islam revertiert. Und die Geschichte ist eigentlich recht einfach, obwohl es eine gewisse Zeit gedauert hat, also circa ein halbes Jahr habe ich mich damit beschäftigt. Bei mir im Studentenwohnheim ein Nachbar, ein muslimischer Nachbar, mit dem ich zum ersten Mal eigentlich in Kontakt gekommen bin. Bei mir in der Schule gab es das eigentlich gar nicht, Muslim, also nicht so wie wahrscheinlich bei dir, Abu Hamza, da gab es ein paar mehr Muslime in der Gegend. Bei uns war es irgendwie, es gab zwar einen aus dem Iran, aber vom Islam habe ich dort nichts gesehen. Also es war das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Und ich hatte schon die eine oder andere Frage, natürlich auch die klassischen Fragen, die ich gar nicht ansprechen brauche. Ihr wisst, wovon ich rede. Es ist immer mein Kopf gewesen, dass ich halt dieses Interesse hatte, aber dass ich irgendwie dann mal zum Islam revertiert, das war überhaupt nicht die Frage, ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Das war also ein Entwicklungsprozess bei mir, der ja halt seine Zeit gedauert hat, also ein halbes Jahr. Und ich habe immer mehr Interesse dafür bekommen, habe mich damit beschäftigt, habe da auch meine Auszeit genommen, bin für 4 Monate nach London gefahren, im Rahmen einer Abschlussarbeit. Und dort habe ich die Zeit gebraucht, für mich selber halt über diese Sachen nachzudenken. Und ich wollte abgeschlossen sein von irgendwelchen Einflüssen, von Brüdern oder von anderen Personen. Also ich wollte mir selber über die Sache gewiss sein, dass ich an Allah geglaubt habe, auch wenn das früher Gott dann hieß für mich. Das war immer schon so, was mir aber nicht so bewusst war. Ich war mehr so ein Suchender, ohne dass ich meinen Gott gefunden habe. Aber Alhamdulillah, in London bin ich dann damals zum Islam revertiert. Die Geschichte war so, ich bin am Freitag zur Moschee, zur Central Mosque gefahren. Hatte nicht geplant, dass ich an diesem Tag revertiere, überhaupt nicht. Ich wollte mir das Gebäude einmal angucken. Ich wollte mal gucken, wo die Muslime denn sind. Und klar, in der Moschee finde ich viele Muslime. Bin am Freitag hingefahren, das war vor der Hutba, vor dem Freitagsgebet. Und ich habe diese Moschee gesehen, ich bin zu Fuß hingegangen. Ich mache das gerne, weil ich dann über mich nachdenke, über mein Leben. Und hatte ich die Moschee gesehen und es hat mich angezogen. Und ich bin wie in Trance dann über die Straßenseite. Ich habe Brüder gefragt, wo kann ich Shahada sprechen, und Alhamdulillah, bin dann in der Moschee, hat noch ein bisschen gedauert, viel Betrieb. Dort revertieren Alhamdulillah viele Brüder. Alhamdulillah. Und mehr als auch Schwestern. Alhamdulillah, immer in London ist eine große Stadt und ist dort ziemlich packed. Alhamdulillah. Ja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Das war meine Geschichte. Schon, inshallah. Ich kenne den Bruder auch schon etwas länger, Alhamdulillah. Hat mich sehr gefreut, dass du verheiratet? Ich schon verheiratet habe. Ich bin Alhamdulillah verheiratet und inshallah bald auch. Eine Frau oder mehr? Eine Frau. Alhamdulillah.